Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein schweres S-Bahn-Unglück hat sich am späten Nachmittag im Bahnhof von Rüsselsheim ereignet. Nach letzten Meldungen sind dabei mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 70 Fahrgäste sollen verletzt worden sein. Das Unglück ereignete sich wenige hundert Meter vor dem Bahnhof Rüsselsheim. Die beiden S-Bahn-Züge waren im abendlichen Berufsverkehr voll besetzt. Nach ersten Ermittlungen fuhr die im Bahnhof wartende S-Bahn vermutlich ohne den sogenannten Abfahrauftrag los und rammte einen aus Frankfurt kommenden Zug. Außer den beiden Lokführern starben nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 13 Menschen. Einige wohl auch auf diesem Parkplatz, auf den einer der S-Bahn-Waggons stürzte. 60 bis 70 Verletzte forderte das Unglück, 30 davon sind schwer verletzt. Ein genauer Überblick ist auch gut 3 Stunden nach der Katastrophe noch nicht möglich, da zahlreiche Fahrgäste offenbar immer noch eingeklemmt sind. Am Unglücksort wurde ein Notverbandsplatz eingerichtet. Rund 300 Feuerwehrleute, Polizeibeamte, Rotkreuzhelfer, THW und auch US-Soldaten sind im Einsatz, um den Verletzten zu helfen. Es ist zu befürchten, dass sich die Zahl der Opfer noch beträchtlich erhöhen könnte, da die Rettungsmannschaften nur mit Mühe die ineinander verkeilten Waggonteile auseinanderschneiden können. Wir sind jetzt noch dabei, vermutlich die letzte schwer verletzte Person hier in diesem Bereich zu retten. Und danach versuchen wir mit dem Kranwagen der Berufsfeuerwehr Frankfurt die Trümmer beiseite zu räumen, um die Einsatzstelle zu überprüfen auf eventuell noch weitere Verletzte. Die Bahnstrecke Frankfurt-Mainz ist seit dem Unfall und wahrscheinlich bis weit in den morgigen Tag hinein gesperrt. Seit 1975 ist es das schwerste Zugunglück in der Bundesrepublik. Damals waren in Bayern 41 Menschen ums Leben gekommen. Eine grundlegende Wende in der südafrikanischen Politik hat heute der neue Staatspräsident de Klerk angekündigt. Er will mit der Linie seiner Vorgänger brechen und den Weg freimachen für Verhandlungen mit der schwarzen Bevölkerungsmehrheit im Land. Dazu erfüllte er mehrere Bedingungen der Opposition. Vor dem Parlament in Kapstadt teilte de Klerk mit, dass die verbotenen Organisationen der Schwarzen wieder zugelassen werden, politische Gefangene freikommen und das Ausnahmerecht gelockert wird. Das bedeutet, dass nun der Afrikanische Nationalkongress ANC, die Widerstandsbewegung der Schwarzen, nach jahrzehntelangem Verbot wieder legal arbeiten kann. Und Nelson Mandela, der inhaftierte ANC-Führer und Symbolfigur für den Kampf gegen Rassentrennung und Unterdrückung, wird in Kürze freigelassen. Die Ankündigungen de Klerks wurden von Sprechern des ANC begrüßt, zugleich aber auch als noch nicht weitgehend genug bezeichnet. Von einer endgültigen Absage an die Politik der Rassentrennung hatte de Klerk nicht gesprochen. Das Zentrum von Kapstadt heute Morgen. Tausende marschierten weniger als einen Kilometer von dem Parlament entfernt, in dem die weiße Minderheit tagte. Sie protestierten gegen das bis zu diesem Augenblick bestehende Verbot aller politischen Organisationen der schwarzen Opposition, einschließlich der Befreiungsbewegung African National Congress. Ihr Führer Nelson Mandela sitzt seit fast 28 Jahren in Haft. Doch dann kam die Überraschung. I wish to put it plainly, that the government has taken a firm decision. Staatspräsident de Klerk hob im Parlament das Verbot des seit 30 Jahren unterdrückten African National Congress auf und kündigte die bedingungslose Freilassung von Nelson Mandela an. Nur der genaue Zeitpunkt sei noch offen. Selbst für viele Parlamentarier seiner eigenen Partei kam das völlig unerwartet. Der heutige Tag ist für Südafrika eine politische Sensation. Staatspräsident de Klerk ging weiter, als es ihm die meisten Beobachter zugetraut hätten. Sollte er dieses politische Tempo beibehalten, so hat Südafrika tatsächlich eine realistische Chance auf eine friedliche Zukunft. Vorausgesetzt, dass Nelson Mandela nun bald freikommt und alle Apartheidsgesetze abgeschafft werden. Es kam zu spontanen Freudendemonstrationen, besonders der schwarzen Bevölkerung. Sie alle erhoffen sich jetzt ein neues Südafrika ohne Rassismus. Überlegungen für eine baldige Währungsunion mit der DDR werden in Bonn angesichts von täglich mehr als 2000 Übersiedlern lauter. Die SPD-Bundestagsfraktion schlug vor, die DDR-Währung schon Anfang nächsten Jahres durch die D-Mark zu ersetzen. Stufenmodelle brauchten zu viel Zeit.
Auch Finanzminister Weigels CSU schloss eine direkte Einführung der D-Mark nicht aus. Ein solcher Schritt könnte den DDR-Bürgern Zukunftsperspektiven eröffnen. Mit den Sozialdemokraten ist sich Weigel einig, dass die Staatsbank der DDR bei einer Währungsunion ihre geldpolitische Autonomie an die Bundesbank abgeben müsste. Diese Frage dürfte bei Gesprächen eine Rolle spielen, die Bundesbankpräsident Pöhl kommende Woche in Ost-Berlin führt. In Ost-Berlin sind DDR-Regierungschef Modrow und der baden-württembergische Ministerpräsident Späth zusammengekommen. Nach dem einstündigen Gespräch sagte Späth, beide seien sich einig, dass von der DDR-Bevölkerung ein starker Druck wachsender Ungeduld ausgehe. Das Tempo für Lösungen im Bereich der Wirtschaft müsse gewaltig beschleunigt werden. Dem CDU-Vorsitzenden Bundeskanzler Kohl ist es im ersten Anlauf nicht gelungen, die konservativen Parteien in der DDR zu einem Wahlbündnis zusammenzubringen. Seine Gespräche in West-Berlin mit DDR-CDU, Demokratischem Aufbruch, Deutscher Soziale Union und Forumpartei sind gegen Mitternacht vertagt worden und sollen am Montag fortgesetzt werden. Vor allem innerhalb des Demokratischen Aufbruchs gibt es starke Widerstände gegen ein Bündnis mit der ehemaligen Blockpartei CDU. Die Soziale Union wird unterdessen von ihrem bayerischen Partner CSU gedrängt, mit den anderen Parteien zwar zusammenzuarbeiten, sich aber nicht mit ihnen zusammenzuschließen. Ungeachtet dessen haben sich die vier konservativen Parteien in Thüringen zu einem Aktionsbündnis entschlossen. Historisches Bündnis im Hinterzimmer der CDU in Erfurt. Was Helmut Kohl in Ost-Berlin nicht vermochte, brachte die hessische CDU zustande. Sie war Motor und Initiator dieses ersten konservativen Wahlbündnisses auf Landesebene in der DDR. Zentrale Inhaltspunkte für die vier Bündnisparteien in Thüringen: die Verwirklichung der deutschen Einheit und die Einführung der sozialen Marktwirtschaft. Die Hessenunion, die anders als ihre Bonner Parteifreunde schon seit geraumer Zeit intensiv die Zusammenarbeit mit der thüringischen CDU vorantreibt, will auch die Abgrenzung der Bündnispartner. Dass Sie die Partei der Mitte sind, die Kraft der Mitte sind, die Sie abgrenzt gegen links und rechts, die aber auch deutlich macht, dass Sie gegen jegliches sozialistisches Experiment eintritt. Und auch der demokratische Aufbruch in Thüringen geht eigene Wege. Anders als der Parteivorstand in Ost-Berlin entschied man sich in Erfurt für das Wahlbündnis. Thüringen ist die treibende Kraft sowohl im DA als auch die Reformer in der CDU, sodass es sich eigentlich anbietet, dass wir auch in dieser Sache schon etwas Vorreiterstellung einnehmen und für die gesamte Republik hier Maßstäbe setzen. Mit seinem Stufenplan für ein vereinigtes Deutschland ist Ministerpräsident Modrow bei den linksorientierten Parteien in der DDR auf Skepsis gestoßen. Die Vereinigte Linke warf Modrow vor, die Grenzen linker Politik mehrfach überschritten zu haben und zog ihre Ministerkandidaten für die Übergangsregierung zurück. Der Deutschlandplan laufe auf einen bloßen Anschluss der DDR an die Wirtschaftsmacht Bundesrepublik hinaus. Modrows eigene Partei, die SED-PDS, befürchtet vor allem, dass eine überstürzte Vereinigung die sozialen Netze beider deutscher Staaten sprengen und die europäische Stabilität gefährden würde. Der Parteivorsitzende Gysi war heute in Moskau. DDR-Spitzenpolitiker reichen sich derzeit im Kreml die Klinke in die Hand. Heute war der SED-PDS-Vorsitzende Gregor Gysi dran. Wie schon vorher mit Ministerpräsident Modrow unterstützte Gorbatschow eine Wiedervereinigung mit einem Höchstmaß von Besonnenheit und Vernunft, wie er sagte. In der Sowjetunion wurde der Modrow-Plan generell positiv aufgenommen. Ja, man hält es für möglich, dass internationale Verhandlungen schon in diesem Jahr beginnen könnten. Gregor Gysi klang denn auch heute wesentlich weniger reserviert als noch gestern. Die Frage der Lösung der deutschen Frage rückt tatsächlich auf die Tagesordnung. Das heißt, die Geschichte stellt sie uns. Das ist nicht zu leugnen. Das ist einfach so. Aber nun kommt es darauf an, bei der Lösung dieser Frage die richtige Reihenfolge, das richtige Tempo, das richtige Maß und die Art und Weise des Vorgehens so zu bestimmen, dass das Ganze nicht zulasten der Deutschen, weder der Deutschen in der Bundesrepublik noch der Deutschen in der DDR und nicht zulasten der europäischen Völker geht. Gysi betonte eine moralische und historische Verpflichtung der Deutschen zu einer Entmilitarisierung. Mit dem sowjetischen Staatschef verbindet ihn die Angst, dass die Entwicklung außer Kontrolle geraten und gefährlich werden könnte. Vor dem Hintergrund der sich überstürzenden Ereignisse in der DDR ist Bundesaußenminister Genscher heute nach Washington geflogen.
Er will sich bei den Alliierten um Unterstützung und um Rahmenbedingungen für eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten bemühen. Am Rande seines Nürnberger Treffens mit CSSR-Außenminister Dienstbier hatte sich Genscher deswegen erneut für ein KSZE-Gipfeltreffen noch in diesem Jahr stark gemacht. Es könne nicht darum gehen, die DDR in das westliche Bündnis einzuverleiben oder Deutschland eine militärische Neutralität zu verordnen, sagte der Außenminister. Es gehe vielmehr darum, gesamteuropäische Sicherheitsstrukturen zu schaffen, in denen die Bündnisse aufgehen könnten. Zuvor hatten Genscher und der tschechoslowakische Außenminister Dienstbier in Nürnberg ein Konsultations- und Kulturabkommen unterzeichnet. Beide Politiker wollen sich künftig mindestens einmal im Jahr treffen. Bereits gestern hatten Genscher und Dienstbier vereinbart, den Reiseverkehr zwischen der Bundesrepublik und der Tschechoslowakei so schnell wie möglich zu erleichtern. Der Visumzwang wird wegfallen und weitere Grenzübergänge sollen eingerichtet werden. Für den Mindestumtausch wird ein günstigerer Kurs als bisher festgelegt. Die Kommunistische Partei von Bulgarien hat auf ihrem außerordentlichen Kongress in Sofia den 56-jährigen Alexander Lilov zum neuen Parteichef gewählt. Er löst in diesem Amt den bisherigen Vorsitzenden Mladenov ab, der Staatspräsident bleibt. Noch ungewiss ist, wer neuer Regierungschef in Bulgarien wird. Ministerpräsident Atanasov war in der vergangenen Nacht nach heftiger Kritik auf dem Parteitag zurückgetreten. Ein Militärgericht in Bukarest hat heute 4 Spitzenfunktionäre des gestürzten Ceausescu-Regimes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihnen wurde Beihilfe zum Völkermord vorgeworfen. Zu den Verurteilten gehören der stellvertretende Ministerpräsident Dinča und der Chef der Geheimpolizei Securitate Postelniku. Das Gericht lastete ihnen an, dass sie den Schießbefehl Ceausescus gegen Demonstranten im Dezember unterstützt haben. In Estland haben heute mehrere tausend Menschen sowie das Parlament die Souveränität der Estnischen Republik von der Sowjetunion gefordert. Die Esten gehen aufs Ganze. Heute, am 70. Jahrestag des Friedensvertrages von Tartu, forderten sie Moskau in aller Form auf, sofort mit Verhandlungen über die Wiederherstellung der estnischen Unabhängigkeit zu beginnen. Vor 70 Jahren war diese staatliche Souveränität von Sowjetrussland feierlich anerkannt worden. Aber 1940 wurde das Land gewaltsam der Sowjetunion einverleibt. Rechtlich, so sagen die Esten heute, haben wir also nie zur Sowjetunion gehört. Und in Tallinn ist die Zuversicht groß, dass man jetzt auch de facto, möglichst bald, von Moskau loskommt. »1988, so sagt Marju Lauristin, die Vorsitzende der Sozialdemokraten in der Volksfront, haben wir noch mit einem Zeitraum von 7 Jahren gerechnet. Heute sage ich, in 1 oder 2 Jahren können wir es schaffen.« Am Abend verabschiedet die Generalversammlung der estnischen Abgeordneten eine Resolution, in der sie nicht den geringsten Zweifel daran lässt, dass ihr Entschluss, sich von Moskau zu trennen, unumkehrbar ist. Nur jeder dritte Einwohner Estlands ist heute Russe. Und die sind jetzt in großer Sorge. Bei der Fußball-Europameisterschaft 1992 in Schweden wird auf jeden Fall höchstens eine deutsche Mannschaft dabei sein. Die Auslosung für die Qualifikation brachte heute in Stockholm das Team der Bundesrepublik und das der DDR zusammen in die Gruppe 5. Nur der Gruppensieger kommt aber in die Endrunde. Die beiden Mannschaften haben bisher erst einmal gegeneinander gespielt, und zwar 1974 in Hamburg. Damals gewann die DDR 1:0. Zum dritten Mal in einer Woche sind gestern Nacht schwere Stürme über Großbritannien gezogen. Dabei wurden Windgeschwindigkeiten von 200 km pro Stunde gemessen. Nach heftigen Regenfällen überschwemmten die Flüsse Severn und Wye im Südwesten Englands weite Landstriche. In Devon waren erneut tausende Haushalte ohne Strom. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen, Sonnabend, den 3. Februar. Der Satellitenfilm zeigt über Deutschland das breite Wolkenband eines Tiefausläufers. Es verlagert sich rasch nach Osten. Westlich davon folgen zwar Aufheiterungen, über dem Atlantik aber kommt genauso schnell ein neues Starkwolkenfeld nach. Dieser Ausläufer eines nahezu ortsfesten Tiefs bei Schottland wandert nach Osten. Ebenso rasch folgt morgen ein Randtief mit seinen Ausläufern nach. Dabei ist weiterhin milde Meeresluftwetter bestimmend. Die Vorhersage für morgen. Anfangs aufgelockerte Bewölkung.
Dann aber von Westen her rasche Eintrübung und von West nach Ost fortschreitend Regen. Tiefsttemperaturen 6 bis 1 Grad, in Bayern um den Gefrierpunkt. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 11 Grad. Mäßiger bis frischer, erneut zeitweise starker und böiger Wind, vorherrschend um Südwest. Die weiteren Aussichten: am Sonntag im Norden sowie anfangs im Südosten noch örtlich Regen, sonst Übergang zu heiterem bis wolkigem Wetter, weiterhin mild.